Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Wir reisen hier immer noch der Kante entlang, würde ich fast schon sagen. Um ja die letzten Geheimnisse eigentlich hier zu finden. Aber so viel haben wir auch nicht gefunden. Wo wollten wir denn jetzt eigentlich zum Obelisten als erstes? Wollten wir hin? Und dann Osteingang unter da auch nochmal gucken, wie wir das überhaupt frei machen können, das Gebiet, ne? Daneben. So. Oder wartet noch ein Dicker? Weiß gar nicht, weil ich war doch hier mal, oder? Also irgendwie haben wir Teig hier schon mal gemacht. Auf jeden Fall. Und ich sollte... Ach ja, hier. Das Lagerfeuer gibt es ja hier. So mal einlagern. Dann können wir auch die letzten Reste mitnehmen. Weil ich wollte da oben auf jeden Fall gucken, so was wir da nochmal machen müssen. Um da überhaupt hinzukommen. Ich weiß es mir ja nicht mehr. Quietsch. Siehst du mich nicht? Kennst du den Weg nicht oder war ich bis auf Knack? Ich glaube, der hängt. Ich will mal helfen. Ey, der hängt ja echt fest, ne? Gott. Am Ende ist der aber richtig fix unterwegs, ne? Aus, mein Freund. Ja, ist okay. Du probierst immer nur dein Bestes. Das ist gut. Was ist das hier? Ab nächster Woche werden nur unverzichtbare Mitarbeiter durchgelassen, ansonsten bleibt der Tunnel gesperrt. Okay. Aber hier, wie machen wir den denn auf? Wie mache ich den Tunnel auf? Es gibt hier nirgends wie irgendwas. Es steht nur, ich kann da rein, aber wie? Das ist natürlich ein bisschen so bescheiden jetzt. Ne? Weil ich kann ja auch hier nichts machen. Ne? Oder gibt es hier nur irgendwas, was ich drücken kann? Hier gibt es nichts. Und hier drinnen dann wahrscheinlich auch nicht. Komme ich nur durch? Ist hier noch? Eine Tür hier. Gab es nicht hier irgendwie die... Ja, hier gab es halt die eine Tür, wo wir da unterfällt müssen. Und das hier alles dann zu machen, ne? Hier mit den Schlüssen, Thorsten, bla 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 bla. Oder hier oben gibt es noch irgendwie was. Ich wollte ja jetzt... Oh. Können wir hier schon mal lang machen und dann hier zu denen. Jetzt müssen wir ja gut kämpfen wieder. Da hapert es ja eigentlich schon mal an 50 Stellen gleichzeitig, ne, wenn wir kämpfen müssen. Aber ich muss ja eh den Augapfel mitnehmen, ne? Stopp mal, das sieht aber hier mir sehr nach Graben aus. Jetzt wo ich dazu sehe, ne? Das hier. Gesundheit. Okay, doch nicht nach dran. Gesundheit. Erstmal einen Augapfel mitnehmen. So, dann müssen wir hier wieder durch. Oder wir schlafen hier, dann müssen wir zwar hier alle nochmal... Was machst du denn hier drin? Da dreh im Dinner. Und ich krieg Essen. Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich mache den nochmal neu, dann können wir nämlich auch pennen. Und dann gegebenenfalls hier, weiß ich noch nicht. Erstmal Gepäck. Können wir nicht irgendwas anziehen, was jetzt richtig Schaden macht, ne? Ausweichdingsbums, extra Anwendung für Wurfwaffen, das haben wir ja ausgewählt, ne? Hier dieser Magnet, Materialtaschen, noch eine mehr.
Das hier ist Nahkampfschaden gegen aber Blockschaden. Also wenn ich abkriege, dann mehr. Ne, das haben wir ja schon. Das war ganz gut. Chance auf kritische Treffer ist ganz geil. Chancen von Ausweichen, Rückstoßstärke. Ja, und das war's dann. Ne? Ich glaube, sonst so haben wir nichts. Hier. Ich weiß nicht, ob wir... Ne, das Lebende brauchen wir. Und hier oben, ja. Der Rest ist... Achso, ja, wegen Klamotten oder sowas, ne? Da könnten wir ja auch noch irgendwas hier... Schadensblock, Block, Block, Block. Schadensblock, Laufgeschwindigkeit. Ja, Straßenkämpfer. Und hier der hier. Schadensblocken, Block 7. Schadensblock, Wurfschaden gegen Monster. Schnitt. Ich glaube, wir nehmen mal den hier. Sehen wir zwar aus wie ein Vollidiot, aber... Und schlafen wollten wir. Fast vergessen. Ich bin aber noch nicht müde. Okay. Ja, dann hat sich das ja gelohnt, hier ans Lagerfeuer zu gehen. Dafür, dass jetzt wieder alle da rumstehen. Aber wir können ja auch hier hinten lang. Und wir können auch den Mast mitnehmen. Und ich sollte auch den Augapfel mitnehmen. Fällt mir gerade so ein. Schön, dass wir gar nichts gemacht haben. So, einen Augapfel nehmen wir mit. Drei Stück haben wir noch. Das ist mehr als genug eigentlich. Und dann geht's mal zum Obelisten. Von der Waffen haben wir ja hier noch da. Können wir ordentlich noch was machen. Guck mal, da hinten können wir auch noch angeln dann auf dem Rückweg. Muss ich mir nur merken. Daran scheitert es ja am meisten. So, okay, jetzt kommt. Aktiviert. Activision. Oha. Okay, jetzt wird es einfacher. Okay. Das ging doch ziemlich lustig. Lustig war es hier. Belohnung. Oh. Das ist schön. Okay. Das ging auch. Ich werde mal hier die Büsche abnehmen. Ja? Ich weiß ja nicht genau, dass das mein Tod sein wird hier. Diese Büsche hier im Weg, ey. Dass das nicht so gaut. So, der Busch noch hier. Der Busch noch hier. Klar, ich wollte jetzt nicht so viel sammeln an anderen Stuff, aber naja. Okay, war easy. Wow. Lohnt sich schon immer ein Stück, ne? Boah. Alter Schwede. Oh, lebt da noch einer. Meine Güte. Also das war schon ein heftiger Kampf, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass es so wenig Platz hier ist. Aber das hat schon ganz schön gekostet, muss ich sagen. Müssen wir gleich mal überlegen, was wir jetzt hier eigentlich... Nur 5. Der Jute ist natürlich, dass wir hier mal so ein bisschen aufrüsten können. Also hier nochmal ins Lagerfeuer gehen können. Aber das ist natürlich, ich brauche ja alles, was es hier so gibt.
Ach, hier unten kann man ja auch noch kämpfen. So, geht mal alle weg hier. Alter Schwede. Aber ich finde, das halt ganz gut hingekriegt, ne? Aber die nächste Stufe wird ja dann, ja, richtig hart. Ich glaube. Achso, musste erstmal hier abbrechen, wa? Ist okay. Gib mir meine Belohnung. Okay. Ich glaube, wir sollten dann erstmal hier nochmal einlagern. Und uns vielleicht noch ein bisschen Material holen. Oder beides. Komm hier, wir gehen hier nochmal ran, ein bisschen Leben holen und sowas, ne? Ey, ich muss sagen, die Obelisten, die bringen natürlich extrem viel Erfahrungspunkte, ne? Weil wenn wir das hier so durchrattern und dann das Material einsammeln. Quietsch. Das ist natürlich jetzt nicht ohne, das Ganze. Echt jetzt? Ihr habt euch verschworen. Das ist gut. Aber wenigstens liegt der Fass auf einen Haufen. So, die letzte Prüfung. Ah, du wirst ja der beste Obelist sein überhaupt, ey. 100% gehe ich mal von davon. Ihr seid wahrscheinlich die einfachsten. Ja. War die einfachste Prüfung, ne? Oh, 3. Was kriegen wir hier? Laufgeschwindigkeit 7%. Ja, jetzt steppen wir aber hier rum. Guti, ja. Schade eigentlich, ne? Ich hab mir. Oh, was bist du denn? Oh, Geisterhirsch. Muss ich dir folgen? Ich folge dir mal. Was kann ich mit dir machen? Mir was zeigen? Oder renne ich jetzt einfach umsonst durch, also mit dir irgendwo hin? Ja, ist natürlich ungünstig die Box gerade. Du läufst, ich folge. Der muss ja irgendwas machen, der Geisterhirsch, ne? Sonst wird es ja uninteressant. Wo läufst du denn jetzt? Du läufst ja jetzt nicht wieder zurück, oder? Ach, da. Ah, okay. Ah! Lustig. Okay. Für alle, die es nicht wissen, ist hier, ne? Da. Da bin ich. Koordinaten, weiß ich nicht was. Hier, müsst ihr gucken. Da, 1080, 3027. 3027. Heftig. Ein bisschen was ihr kriegt von denen, ne? Von den Geistermensch. Ja, oder wie auch immer. So, da ist noch eine Zeitschlosskiste. Die könnten wir dann uns auch noch holen. So, und hier nach oben gab es ja eigentlich nichts, außer, ach doch, hier. Reparierbar. Und da sollten wir ja mal gucken, ob wir das nicht auch reparieren können. Aber ich glaube, da oben war es gasig oder so, ne? Kann das? Irgendwo war es mal gasig gewesen. Egal, wo ich hingelatscht bin. Er hat gesagt so, pui, das stinkt. Und das war nicht meine Toilette. So, auf dem Rückweg können wir das dann einsammeln hier. Pui.
Naja, ich habe mir das gemerkt, da langsam mal. Einfach so, weil es kann. So. Ja, weil den Rest, den hatten wir ja hier. Hier hatten wir ja auch schon ein bisschen gegraben. Ja, schade, dass man nicht andere Seite wieder zurückswitchen kann, ne? Man muss ja immer diese gleiche Kack machen. So. Wir gehen da gleich mal hin. Und gucken da mal, was war. Okay, mal hier ist auch das Sägewerk, ne? Falls das Ina jetzt wieder nicht weiß. Ganz schön kalt. Okay. Ja, dann lass mal die Jacke wechseln. Hier. Dann ist es nicht ganz so kalt. Ah, die haben wir ja repariert. Ach, seht ihr mal, ne? Dann können wir ja. Dann können wir ja hier da einfach so mal locker hinlatschen. Ich weiß nicht, renne ich schnell zurück und hol mir das? Halt, was meins war? War ja schon ein bisschen viel, was hier rumlag, ne? Bisschen was lag hier noch. Ne, ich laufe die falsche Richtung. Gesundheit! Die Nase halt da schon wieder rum, ne? Das ist eigentlich in jeder Folge so. Außer wenn sie nicht da ist. Denn Nase halt sind nirgendwo. Sorry. Ach, hier, ein kleines T. Sorry. Sorry. Knurrt aber gefährlicher als ein Wolf. Finde ich gut. So, normalerweise würde ich ja jetzt das Lagerfeuer benutzen, aber ich habe gesehen, da ist ein Sendeturm in der Nähe, deswegen will ich da das jetzt noch nicht machen. Ich will eigentlich nur rüber und irgendwie an den Sendeturm kommen, wenn wir das schaffen. Hier ist eine Klippe, das sieht nicht so gut aus. Andere Seite ist ja verschlossen, okay, sieht auch nicht gut aus. Mal hier denn mal so hin. Ja, viel Spaß, ne? Schöne gute. So. Und hier wächst man jetzt nicht so richtig. Ne, hier auch nicht. Aber komisches Gebiet. Quietsch. Naja, komm mal. Okay. Den kriegen wir auch schon One-Hit gehittet. Gehittete Hit. So, den mal bitte aktivieren. Ja. Jetzt haben wir den endlich. Gibt es hier in der Nachbarschaft denn was? Oh ja. Aber diesmal hat er den gezeigt. Das ist gut, ja. Ja. So. Jetzt wollen wir natürlich die tödliche Frequenz da reinballern. Weil ich keinen Bock habe, hier mal alles zu machen. Und den Radarscanner. Ne? Einfach mal so. Weil wir eh genug davon haben. Ne? So, nehme ich die Baseballkeule, weil hier ist nämlich noch Stahl versteckt. Geil. Ja nicht hier. Erst Hunger haben und dann vergessen, dass er mich essen wollte. Ja, euch habe ich in Massen getötet, meine Kleinen. Katja Bujaj. Oh, das sieht also aus, als wäre hier was. Ja, zumindest mal zum Graben, ne? Ja, obwohl die Mine ist eigentlich so effektiv, ne? Da 22 von 25.
So langsam denke ich, ich bin hier ein richtiger Sammler und ein richtiger Schatzsucher. Weil ich hier wirklich alles wegsammle, was hier wichtig ist. Ich nehme mal erstmal eine andere Waffe, weil das kenne ich nämlich schon. Das läuft nämlich total schief. Ich hier nicht das Richtige bei mir habe. Oh, und eine Gruft. Das ist ja noch besser. Da kriegen wir ja unser verlorenes. Ey, geil, wa? Das ist ja doch nicht die letzte Gruft gewesen im Norden, ey. Was für ein Lügner. Ah, dafür kann ich ja nicht. Ich denke mal, das ist die letzte. Ja, den machen wir in die Gruft mal hier, ne? Okay. Und da dürfen wir nicht rauf, weil wegen Tod oder was? Okay. Okay. Ach, der schießt ja von hinten. Nee, das geht nicht, ne? Ah, guck mal, auf der rechten Seite ist okay. Auf der rechten Seite ist einfacher. Okay. Ach, den von... Ach Gott, ey. Den von hinten habe ich gar nicht gesehen. Gar nicht beachtet. Ah. Nein! Ich bin an der Ecke geblieben! Oh, da gibt's ja gar nicht! Da gibt's ja gar nicht! Einfach. Aha. Wollte schon sagen, ey. Jetzt halt die. Okay, aber die Laufgeräusche waren noch da. Der Spiel ist nicht, ne? Man muss nur drauf achten. Also bei denen hier ist einfach, ne? Wenn man da nicht aufs X tretet, dann ist das schon Vorteil. So, und hier muss man nur warten, bis der durch ist. Nein. Da einmal warten und dann... Okay. Oh. Huh, wird mir ja richtig warm hier. Ach, Sioni. Beschissene Gruft, ey. Ja, besonders Gruft des Timings. Also da muss man schon ein bisschen hinne machen hinten. Gut. Jetzt haben wir das hier. Oh! Oh, Gott sei Dank. Da ich natürlich nicht Grüfte. Ach ja, da haben wir ja noch ganz schön viel Luft. Ey. Irgendwann haben wir doch noch geschafft. Guti. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Warum sitzt du so fordernd da? Was meinst du da? Weiß man auch nicht, ne? Gut. Also, bis zum nächsten Mal. Oh. Tschüss. Ciao, ciao.